Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, der 146er. Ich dachte, ich informiere euch heute mal über die Änderung zum kleinen Fahrplanwechsel, der am 14. Juni stattfand. Und da ist nicht so viel Änderung passiert, aber einzelne Änderung. Und da fange ich direkt mal mit der ersten Änderung an. Wie viele bestimmt mitbekommen haben, wurde der RE1 jetzt von Abellio übernommen. Abellio sollte eigentlich mit Rhein-Ruhr-Express-Zügen, also mit den neuen RRX-Zügen fahren, der Baureihe 462, auch unter dem Namen Desiro HC vom Hersteller Siemens fahren. Die Züge sind da, nur Abellio hat leider nicht genügend Personal dafür, habe ich auch schon sehr oft gesagt in meinen Videos jetzt in letzter Zeit. Und deshalb kommt es jetzt auch zu Einsätzen der DB-Doppelstockzüge, weil die Deutsche Bahn aushilft. Von 9 Umläufen werden, also von 9 Kursen, ein paar sagen auch Umläufe, aber ich nenne eigentlich immer Kurse. Von 9 Kursen sind 4 Kurse von Abellio mit Rhein-Ruhr-Express-Zügen und die weiteren 5 Kurse mit Doppelstockbahn der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn hat da auch noch die fünf Kurse kommen halt davon, dass die Deutsche Bahn halt auch noch die Verstärkerzüge fährt und Abellio eigentlich deshalb mehr sich auf die Kurse konzentriert, die den ganzen Tag unterwegs sind. Dennoch ist für ausreichend Sitzplatzkapazität vorgesorgt, so zumindest der VRR und die Deutsche Bahn und Abellio. Habe ich jetzt öfters gelesen, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher, vor allem auf den Abschnitt Köln-Dortmund. Und ich bin nicht ganz so sicher, ob das da so klappt. Mit den Rhein-Ruhr-Express-Zügen sollte es klappen, aber ja, generell genug ist auf dem RE1 ja immer so ein, ja, Fragezeichen kann man dahinter setzen, ob das genug ist, aber wie gesagt, jetzt findet ein Mischbetrieb statt und sehr interessant, wie ich finde. Außerdem gibt es jetzt auf dem RE1 die Änderung, dass der RE1 zusätzlich in Carmen Meter hält. Das hat den Vorteil, dass man auf dem RE1 zwischen Dortmund und Hamm mit vielen Zügen an allen Stationen ankommt und deshalb auch besser zum Beispiel von Carmen Meter nach Nordbürgel kommt oder von Carmen Meter nach Dortmund-Scharmhorst. Da halten, glaube ich, nicht alle Züge, aber auch mehrere Züge des RE1 und deshalb gibt es jetzt ein Prinzip auf der Strecke Hamm Dortmund. Die Linien RE1 und RE3 halten an allen unterwegs halt. Und die Linien RE6 und RE11 halten zwischen Dortmund und Carmen, zwischen Dortmund und Hamm nur in Carmen. Und das ist die nächste Änderung, weil der RE1 jetzt zusätzlich in Carmen Meter hält der RE11 zusätzlich nicht mehr in Carmen Meter. Das heißt, der RE11 fährt wie der RE6 zwischen Dortmund und Hamm nur mit Zwischenhalt in Carmen. Ja, noch eine weitere Änderung gibt es jetzt in einer ganz anderen Ecke wieder, und zwar im Bereich Köln. Und zwar um eine bessere Anbindung an den Stadtteil Köln-Delbrück zu schaffen, werden jetzt an Werktagen 4 Fahrten zwischen Köln Hauptbahnhof und Köln-Delbrück angeboten. Davon werden 3 Fahrten pro Stunde mit der S11 gefahren, die von der S-Bahn Köln betrieben wird und wo der Betreiber die Deutsche Bahn ist. Und die 4. Fahrt pro Stunde wird von der Mittelrheinbahn, der Linie RB26, die aus Mainz und Remagen kommt, bedient. Die RB26 fährt nämlich jetzt an Werktagen alle 60 Minuten von Köln Hauptbahnhof über, ohne Zwischenhalt sogar, ohne Zwischenhalt,
die meisten Fahrten auf jeden Fall, außer morgens. Der eine Fahrt morgens hält dann noch an den Stationen Köln, Wohlweide, Köln-Mühlheim, Köln-Messe-Dolz. Die anderen Fahrten fahren aber über Köln Hauptbahnhof hinaus an Werktagen ohne Halt. Das ist ganz wichtig, der hält auch nicht in Köln-Messe-Dolz ohne Halt nach Köln-Delbrück. Das heißt, wenn ihr in Köln Hauptbahnhof einsteigen solltet, entfällt die Halt Köln-Messe-Dolz, weil in Köln-Messe-Dolz schon viele andere Züge halten, mit denen ihr auch nach Köln-Messe-Dolz kommt. Aber das geht nur Richtung Köln-Delbrück, Richtung Mainz und Rehbagen wird in Köln-Messe-Dolz gehalten. Und dieses Angebot findet auch nur an Werktagen statt. Einzelne Nachtfahrten, also Einzelfahrten in der Nacht, fahren vom Kölner Hauptbahnhof nach Köln-Bonn Flughafen weiter. Außerdem ist mir aufgefallen, dass sich bei vielen Linien die Fahrzeiten um so 1 bis 2 Minuten verändert haben. Deshalb, wenn ihr unbedingt die genaue Minute wissen möchtet, würde ich euch empfehlen, euch über eure Heimatroute oder über eure Routen, die ihr fahren müsst, zu informieren. Weil dann könnt ihr euch auch nicht beschweren, dass der Zug zu früh oder zu spät gefahren ist. Vielleicht hat sich da was geändert, aber vieles ist wirklich noch gleich geblieben. Ja, wie gesagt, die Fahrplanwechsel Mitte des Jahres sind immer sehr klein. Und deshalb gibt es auch nicht mehr zu berichten. Ich hoffe aber trotzdem, dass es euch jetzt weitergebracht haben, die Information, und dass ihr damit was anfangen konntet und dass euch das Video gefallen hat. Bis dann, ich wünsche euch eine schöne restliche Woche und schöne Sommerferien. Wir hören uns bestimmt in den Sommerferien auch noch. Aber trotzdem, falls wir uns jetzt am Anfang der Ferien nicht hören, ja, einen schönen Start in die Sommerferien.